120.000 Euro Auto. Wir werden. Was? Was? Was, 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 was? Das Treffen mit Flauschi, Vlog. Ich habe YouTuberin getroffen. Und er kauft heute ein 120.000 Euro Auto. Was? Flauschi treffen, ihr Geschenk übergeben und sogar Kart fahren. Und ich werde Flauschi pranken. 5 Sachen an einem Tag. Bro, wie viel Geld hat der Typ? Mercedes A-Klasse, Rolex in Roségold, Silberkette. Der Typ ist nicht nur krass behaart, sondern er ist auch einfach reich. Bro, Candy! Aber wie der Tag angefangen hat, das seht ihr jetzt. 11.09.2023, Funchal in Madeira. Stimmt, Candy wohnt ja auf Madeira. Blackjack, Junge! Boah! Unser längstes Mitglied hier, 66 Monate Blackjack Resub hier. Krass. Leute, 66 Monate ist Blackjack hier Resub. Sub bei mir. Krank. In diesem Vlog wird es wieder richtig gefährlich, denn unter anderem kaufen wir ein 120.000 Euro Auto. Wir werden sogar Kart fahren und Flauschi besucht uns. Aber Leute, ich muss leise sein, ich fahre im Uber mit. Und Leute, ich habe einige Sachen dabei, die uns den Tag über begleiten, zum Beispiel hier so Prank-Artikel. Und wenn wir am Ende des Videos Flauschi abholen, werde ich ihr diese Sachen geben. Oh oh. Bevor es aber richtig losgeht, muss ich noch einige Sachen besorgen und jetzt sollte ich wirklich leise sein. Denn ich habe zwar schon diese Among Us-Figur, aber Leute, dafür, dass Flauschi diese 4 Stunden Flug auf sich nimmt, kriegt sie natürlich noch Geschenke von mir, ist doch klar. Also hat sie ein Budget von 100 Euro. Wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, lasst mir ein Abo da, Leute. Und das ist todesunangenehm, in der Öffentlichkeit Videos zu machen, das kann ich euch ehrlich sagen. Alleine deswegen schon mal ein Like. Ich bin extra so ein... Ja, man gewöhnt sich dran. Ich sage euch ehrlich, irgendwann juckt einen das gar nicht mehr, ob da 20.000 Leute euch dumm angucken, weil ihr da mit Kamera rumrennt. Also anfangs fand ich es auch noch ein bisschen cringe, aber mittlerweile juckt es mich eigentlich auch nicht mehr. Also... In besonderen egal. Laden gefahren. Weil man muss immer wissen, Leute... Ihr seht die Leute meist eh immer nur einmal im Leben. Was interessiert mich das da? Um Flauschi ein Geschenk zu kaufen. Und sie haben hier wirklich alles. Boah, also das ist ein cooler Laden. Als erstes werde ich hier einen Schlüsselanhänger kaufen, aber ihren Namen gibt es leider nicht. Deswegen nehme ich einfach irgendeinen. Dann noch hier Barbara. So eine pinke... Ach, das ist... Ist das Roségold oder ist das Vollgold? Das ist Gold, das ist... Bro, er macht ja gar kein... Candy macht ja keine halben Sachen, Leute. Hier Vollgold Rolex. Ab 34 Mille. Boah, eine Vollgold gibt's ab 34.000. Boah, okay, bei dem läuft, Alter. Und dann hatte ich noch was zu sagen. Weiß nicht, ob's so rüberkommt, aber ich bin sehr nervös, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier schenken soll. Wie sage ich überhaupt Hallo? Ich weiß gar nichts, aber was ich weiß, ist, dass sie so ein Sitzkissen braucht. Ja, das passt sehr gut. Was ist das? Weil sie ihren Hund mitbringt, natürlich sowas noch. Boah, Leute. Ach so, ich dachte, das Hundespielzeug ist jetzt für Flauschi. Für den Hund, ach so. Ich kaufe für 100 Euro Sachen für Flauschi. Wenn ihr ihre Reaktion sehen wollt, bleibt bis zum Ende dran. Das war alles gewesen und ich bin auf ihre Reaktion echt gespannt. Das sind echt Scheißsachen, also ich würde mich definitiv darüber nicht freuen. Leute, es fängt einfach an zu regnen. Ich muss jetzt aber ganz schnell nach Hause, weil ich gleich noch einen Termin habe, denn ich kaufe mir ein neues Auto. Was es aber für ein Auto ist, werdet ihr in einem anderen Video erfahren. Wow! Ah, endlich zu Hause. Und ich wollte nur ein, Flauschi. Zwei Sachen holen, denn jetzt gleich bestelle ich mir mein neues Auto. Und weil Flauschi gleich landet, müssen wir direkt los, Leute. Keine Zeit verlieren, let's go. So, ich fahre jetzt los, aber welches Auto ich mir genau kaufe, das kann ich natürlich nicht verraten. Aber wahrscheinlich werdet ihr es gleich am Autohaus erkennen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um zu sehen, wie ich Kart fahre. Doreen, 43 Monate Resub. Krass. Kuss, Kuss, mit Flauschi zusammen, das wird auf jeden Fall sehr krass. Und bleibt auch dran, wenn ihr... Leute, denkt ihr, dass Candy und Flauschi sich lieben? Könnte sein, oder? Flauschi sehen wollt, weil die werden wir natürlich auch sehen. Okay, Leute, wünscht mir Glück, ich gehe jetzt rein. Und man erkennt unschwer, um was es sich handelt. Was? Als ob er sich noch einen Porsche holt. Handelt, oha. Lambo! Okay, Leute, jetzt muss ich mich echt beeilen. Es ist schon sehr spät. Und jetzt hole ich Flauschi ab. Es ist soweit. Let's go. Hä? Hä, wollt ihr jetzt nicht gerade das Auto abholen? Hä? Warte mal. Zusammen, das wird auf jeden Fall sehr krass. Und bleibt auch dran, wenn ihr Flauschi sehen wollt, weil die werden wir natürlich auch sehen. Okay, Leute, wünscht mir Glück. Ich gehe jetzt rein. Und man erkennt unschwer, um was es sich handelt. Oha. Okay, Leute, jetzt muss ich mich echt beeilen. Es ist schon sehr... Bro,
Was ist das für eine random Sequenz? Spät. Und jetzt hole ich Flauschi ab. Es ist soweit. Let's go. Was ist das, Bro? Okay, Leute, ich bin da. Hier ist der Flughafen. Sieht man sie vielleicht hier schon irgendwo? Ich guck schon mal. Hört, da links ist. Nee, doch. Da ist sie! Ich dachte, da wäre sie. Da rechts ist sie! Da ist sie! Nee, doch nicht. Ah, ich werde sie aber finden. Aber ich glaube, sie ist noch gar nicht gelandet. Ich bin viel zu früh da. Okay, Leute, jetzt gibt's keinen Zurück mehr. Ich bin einfach da. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann Flauschi treffe. Und heute ist es soweit, denn ich bin am Zü. Steht das da? Nein, doch da. Zü. Cristiano. Was? Warte mal. Als ob. Auf dem Flughafen von Madeira ist einfach ein Bild von Cristiano Ronaldo. Der kommt ja aus Madeira, ich weiß das. Aber krass. Das ist heftig. Überleg mal, ihr seid einfach Cristiano Ronaldo, fliegt nach Madeira und seht einfach euer Gesicht hier. Steht da? Ach so, er hat nur sein Auto bestellt. Ach so, ach so, ach so. Was hat er sich bestellt? Ein Porsche oder was? Was da? Nein, doch da. Wie Stani Schauspieler. Ja, ich bin gerade Schauspieler geworden, Bro. Safe. Cristiano Ronaldo Flughafen. Affen. Flauschi! Oh, das war peinlich. Okay, Leute, hier kommen eigentlich immer alle an. Also, wenn niemand schon mal auf Madeira war, dann weiß er das. Hier kommen immer alle da vorne raus. Ich bin so gespannt. Gleich kommt schon noch nie Madeira. Ich kann es selbst kaum glauben, aber wir warten. Was ist denn, Lottichen? Was willst du? Was willst du? Guckst du. Mal ab. Vielleicht hat sie mich auch geprankt und sie kommt gar nicht. Das wäre ein Prank, der zu weit ging. Oh mein Gott, Leute, so schlecht. Flauschi hat mir geschrieben, ich soll beim Auto warten, weil mir das unangenehm ist. Naja, dann ab zum Benz. Hä, das ist doch viel unangenehmer. Jetzt muss sie diesen ganzen Weg lang laufen. Ich drehe mal die Kamera, wartet mal. Nämlich muss sie von da ganz hinten hier komplett lang laufen bis zum Auto. Das ist doch viel unangenehmer. Ich gucke ihr gleich 3 Minuten in die Augen, bis sie bei mir ist. Okay, Leute, während ich warte, hat Flauschi geschrieben. Ich hoffe, man sieht es. Bin ja in einer. Oh. Minute da, hat sie geschrieben. Oh, oh. Und jetzt wird's wirklich ernst. Da vorne kommt die einfach, aber ich sehe sie noch nicht. Ich hoffe, dass ich sie jetzt nicht aus Versehen filme schon. Aber hier vorne müsste sie irgendwo sein. Ey, wir haben noch so viel vor. Wir wollen einfach Kart fahren und die weiß davon noch nichts. Und die Pranks, wartet mal. Denn als erster Prank kommt das hier, ein Handbuzzer. Das habe ich einfach so in der Hand. Und wenn ich ihr die Hand gebe, was halt eigentlich unnatürlich wäre, aber ich gebe ihr die Hand, das ist schon mal komisch. Und dann kriegt sie einfach eine gewischt. Bro, wie unauffällig auch. Also das klappt ja safe, Leute. Wie unauffällig. Ey, Gürk, mein Bester, was geht ab? Alter, hier, Gürk, Junge, der macht Klicks auf. Ey, Lotti, warte, Lotti muss hier kurz. Ja, was willst du, Lotti? Was willst du, Lotti? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Gürk geht auf TikTok ab, Bro. Ey, boah, das muss ich euch gleich zeigen. Gürk hat einen TikTok hochgeladen. Alter, der ging ab. Ich zeige euch das gleich mal. Ich bin sehr gespannt. Oh, oh, okay, okay. Da ist sie, da ist sie. Oh, oh. Da ist sie, Leute. Das ist Flauschi? Wie läuft die denn? Warte, ich zensiere einfach hier. Bro, was ist das für ein Riesenkopf, Bro? Einfach eine Wassermelone. Flauschis Papa ist hier im Chat. Was? Da ist hier ist Flauschis Papa im Chat und der hat ein Bild vom Banks drinne. Oh. Bist du wirklich der Vater von Flauschi, Banks? Ist Banks der Vater von Flauschi? Nein, als ob. Als ob. Was willst du, Lotti? Was gibst du? Was willst du denn hier von mir? Du warst doch gerade draußen. Was willst du denn jetzt? Hier. Krass. Das ist nicht die. Och, das. Hä? Das ist Flauschi? Das ist also. Alter, Flauschi ist ja schon voll alt. Sie sieht aus wie eine Omi, Alter. Flauschi sieht aus wie eine Omi. So, wenn das nicht Flauschi ist, halt an. Hey, die Haare. Hä? Jo. Okay, nein, wartet. Wartet. Oh, oh. Jo, Candy, was geht? Hallo, Flauschi. Hallo. Hä? Was ist das? Nix, hi, hallo. Du kannst dein Gepäck. Hä? Hä? Wartet.
Oh, oh. Hallo, Candy, was geht? Hallo, Flauschi. Hallo. Was ist das? Flauschi hat auch eine Rolex-Uhr? Hi, hallo. Du kannst dein Gepäck einfach hier in den Kofferraum packen. Wo ist dein Koffer? Ich hab hier mein Gepäck. Was ist das? Hä? Denn? Das ist mein Lieblingsrucksack. Hä, was ist da drinne? Da, ich hab meine Kasuma. Das ist ein Dino-Rucksack. Gebracht. Was redest du? Ey, Bro, was? Das ist alles, was ich dabei habe. Okay, Flauschi. Ja? Hallo, ich sitze hier mit Flauschi. Hallo, ich will nach Hause. Also nach Hause fahren wir jetzt nicht, Flauschi. Wir fahren jetzt nicht nach Hause. Und zwar werden wir jetzt, kannst du raten, was wir machen? Paul Bergerin, Laura, du bist zu spät! Nach Hause fahren? Nein, wir fahren Kart fahren! Voll das T-Shirt auf frisch gebügelt. Ich hab das noch nie gemacht. Flauschi hat... Ja, egal. Rosa Haare? Mein Rucksack mitnehmen und meine Kazoo? Ja, kannst du machen, hä? Okay, Leute, wir werden jetzt Kart fahren. Flauschi, ich hab hier sogar noch was für dich. Und zwar hier so Chips. Oh, ich hab richtig Hunger. Okay. Ich hab nicht mal. Bro, aber die Rolex ist doch fake, oder? Das sehe ich doch gegen drei... Okay. Das ist doch keine echte Rolex, oder? Also, das ist doch... Oder bin ich einfach nur... Vielleicht ist, sehe ich das auch nicht. Ich habe das ganze Flugzeug noch nicht... Das ist ein bisschen zu, ist so besonders. Hä? Oh mein Gott. Hä? Krieg das nicht auf? Doch. Aber die ist hier ein bisschen zu groß, glaube ich. Deswegen sieht die so komisch aus. Kami, krieg das nicht auf? Helf mir mal. Mach dir doch auf, ich gebe dir mal Mühe. Okay, wenn du jetzt schon keine Chips willst, dann nimm wenigstens einen Kaugummi. Ja, okay. Komm. Au! Candy! Junge! Alter, Candy ist ja voll der Prankmaster. Ja, was ist das hier alles? Was sind hier alles solche Prank-Sachen? Was soll das? Ach so, ja, ich hab dich geprankt. Wie in Minecraft. Weil es zu weit ging. Willst du Kaugummi? Ja, gerne. Warte. Ich nehme gerne Kaugummi, Flauschi, ja, gerne. Moment. Hier, ein Kaugummi für dich, Candy. Ja. Ah! Okay, Flauschi, ich geb dir die Kamera. Pass auf die Spiegelung auf. Ich will mich Hallo, Leute. Hier bin ich. Und hast du nicht auch einen Führerschein? Du kannst hier, der Spiegelung! Sieht man Candy! Hier! Selber fahren. Hier sieht man Flauschi! Hier sieht man Candy! Oh mein Gott! Wir haben's entdeckt! Ich du kannst auch fahren! Ich hab mir heute ein neues Auto geholt. Wie? Was für eins? Ich hab dir schon lange Fotos alles geschickt. Ja. Ja, wir können ja das die Tage abholen, dann mache ich ein Video, alles drum und dran und dann, okay, yeah. Also fahren wir jetzt zum Kartfahren. Warte mal, ich habe die Karte gar nicht, wir kommen hier gar nicht raus. Candy, du wolltest ohne zu bezahlen abhauen? Wir kommen hier nicht raus, das ist eine Schranke. Oh, genau. Schranke, hier, Kamera Leute. Kind. Einfach durchfahren, ja, okay. Wie in Minecraft. Ja, ja. Kann man hier überhaupt mit Euro bezahlen? Natürlich, Mann. Bro, Candy hört einfach bei sich im Auto Candy-Songs. Läuft das jetzt? Okay, Candy, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt Kart! Kart fahren! Nein, wir hätten hier links gemusst. Oh, Mann, ey. Ich drehe jetzt um und dann werden wir Kart fahren. Und Flauschi, ja? Ich habe Geschenke für dich dabei. Geschenke. Aber gibt's da was zu trinken? Weil mir ist echt warm. Ja, wir können uns kurz Flugzeuge... Bro, ich dachte, Candy ist 14 und er fährt einfach Auto. Angucken und dann gebe ich dir deine Geschenke. Okay, Flauschi, jetzt kommen die Geschenke. Wir stehen nämlich hier an der Start- und Landebahn. Vielleicht schaffen wir es sogar, ein Flugzeug zu erwischen. Magst du Schiffe oder Flugzeuge lieber, Flauschi? Flugzeuge. Kann ich dir während des Vlogs ein paar Fragen stellen? Oh, okay, wir werden gleich noch ein Interview machen und Kart fahren. Aber jetzt kommen die Geschenke. Also, Flauschi, und zwar bekommst du eine Among Us-Figur. Ah, richtig cool. Die habe ich schon aus deinen Vlogs gesehen. Das ist originales Candy-Material. Hast du eigentlich ein Barbie-T-Shirt an? Ja. Okay. Und was haben wir hier noch?
Das hier ist ein Sitzkissen für deinen Stuhl. Warum? Für was braucht man überhaupt Sitzkissen? Kindersitz brauche? Nein, das ist ein Sitzkissen. Einfach Kindersitz. Hier habe ich eine pinke Mädchen. Oh, das ist cool. Aufmachen, aufmachen. So, Taste-Test. Eine Mädchen-Cola. Lass mich mal riechen. Das riecht richtig eklig. Junge, das riecht so süß. So süß wie du. Was? Komm, aufmachen. So, Taste-Test. Erstmal Geruchstest. Lass mich mal riechen. Das riecht richtig eklig. Junge, das riecht so süß. So süß wie du. So. Das schmeckt nach Badewasser. Lass mich auch mal probieren. Leute, ich probiere dieses Wasser. Und jetzt das nächste. Und ja? Zwar habe ich mir gedacht, ein Schlüsselanhänger in Pink. Ja? Hey, ja? Du hast gelesen, was da drauf steht, oder? Ja. Da steht Barbara drauf. Ich heiße nicht Barbara. Ja, okay. Ich heiße Dorothea. Okay, dann wohl nicht, okay? Ein Lolli. Oh, auf den habe ich richtig Lust. So, und jetzt will ich Kart fahren. Da kommt ein Flugzeug. Spaß, Prank. Flauschi ist größer als Candy. Das habe ich gar nicht erzählt, Flauschi. Ja? Ist unter dem Flughafen, unter der Landebahn. Wir gehen jetzt unter die Landebahn drunter. Gerade da hinten, sieht man sie in der Spiegelung? Sie ist da hinten gerade. Wusstet ihr eigentlich, dass das lustige Funfact, Leute, dass Piloten immer, wenn ihr nach mal sorry, ich musste gerade einfach singen, Leute. Wusstet ihr, kleiner Funfact, dass in Madeira die schwerste Landebahn der Welt ist oder mit am schwersten zu landen weltweit und dass Piloten, die nach Madeira fliegen, eine spezielle Ausbildung für die Landebahn brauchen, weil die so kurz ist. Krass, oder? Also wenn ihr mal nach Madeira fliegt, das ist krass. Also da habt ihr auf jeden Fall die krassesten Piloten am Start überhaupt. Einfach wegfahren. Das ist jetzt der Prank. Oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Hey, Stupi, was geht ab? Hey, man hat eh nichts gesehen. Naja, gut. Oha, Kenny, guck mal, wie es hier aussieht. Boah. Oh, zeig mal den Ausblick. Sieht geil aus. So richtig krass so neben. Da weiter rechts so filmen. Ja, ja. Und hier wohnst du einfach. Hey, hier ist meine Straße. Liegt das da nicht? So, Candy. Was ist, Flauschi? Jetzt, wo ich schon hier bin. Aua, hä? Au! Warum so doll, hä? Versprochen. Hab ich den Zuschauer versprochen. Wenn ich da bin, boxe ich dich. Ah, ja, okay, okay. Ich hab's verstanden. Warte, ich habe aber auch gesagt, ich übe den Kampf gegen iCrimex mit dir. Nee, danke. Wenn auch nur ein bisschen flexen war, ob da so leer sind, dann hier, wo ich sie finden kann, brauch ich frei. Ich muss da lauter drehen können. Wir fahren jetzt hier runter. Wer ist er denn? Was ist das denn? Google 3! Wie krass. Abonniert Candy! Wir haben da wo. Da sieht man die Flugzeuglandebahn richtig krass, ne? Da, oder? Wir fahren jetzt unter die Landebahn, da drunter. Das sind 100 Meter hohe so Stelzen. Oha, alles da bin ich gleich echt gespannt. Candy hat gesagt, das soll richtig, richtig krass aussehen. Nö. Wie? Nee. Nö, warte. Was hast du doch gerade gesagt? Guck hier rechts jetzt. Ja? Film aus dem Fenster raus, Flauschi. Oh. So, Leute, wir sind gleich da. Wir sehen jetzt hier. Warte mal, bist du was machst du da? Wie? Deine Finger ist. Oh, warte, jetzt. Ich hatte noch nie so eine Kamera in der Hand, Candy. Navi sagt andere Richtung. Ja, ja, das Navi lügt. Das Navi lügt. Ey, ich sag euch ehrlich. Das ist jetzt hier. Flauschi und Candy wären ein tolles Liebespaar. Der geheime Eingang. Sieht nicht so legal aus. Doch, doch. Das, das ist ja krass. Das ist jetzt die Flugbahn über uns. Was? Da ist die Landebahn. Ja, da landen immer die Flugzeuge. Oha. Und wir fahren jetzt hier einfach drunter. Hä? So, und um die Kurve. Wie haben Leute das gebaut bekommen? Das ist ein Schiff. Und hier ist aber ruhig. Oha. Wie krass. Man sieht da, glaube ich, die Kartbahn von hier oben. Ich werde die mal zeigen. Ja. Jo. Boah. Hier ist gerade auch was reingekommen. Okay, Leute. Hier ist auch schon die Kartbahn. Boah, Kart fände ich auch Bock, Leute. Ja, die freut sich total. Okay, ich bin gespannt. Hier werden wir gleich fahren. Ich hoffe, das ist auf. Was ist, wenn es geschlossen ist, Flauschi? Dann haben wir nach
Hause. Der ganze Vlog ist eigentlich drauf aufgebaut. Nein, es wird gehen, da hinten leuchtet auch was. Aber hier fährt halt keiner. Wir haben die ganze Bahn für uns. Hey, das ist ja voll cool, Alter. Wenn da niemand fährt, ist das voll nice. So sieht's hier aus. Alter, wir sind einfach unter der Start- und Landebahn. Boah, guck mal, da ist einfach so ein Formel-1-Auto. Darf Hanky, das gleich 32 fahren? Monate Kurs. Leute, eigentlich ist die Bahn geschlossen, wurde uns gerade erzählt. Aber wir klären das gerade, ob wir vielleicht doch noch fahren dürfen. Das ist die YouTuber-Power. Wir haben gesagt, wir machen ein Video. Oh yes, let's go. So Leute, also bisher muss ich ehrlich sagen, Flauschi ist im Real Life echt korrekt eigentlich. Die ist genauso wie in den Videos. Laura, Ehre. Oh, das ist crazy. Einfach rasen wir. Einfach rasen wir. Woohoo, let's go. Wie langsam fahren die? Bro! Man sieht gar nichts. Hä? Bro, ist das 5 km/h oder was? Die haben, glaube ich, extra für Babys eingestellt. Was ist das denn? Candy hat gewonnen. Guck mal, wie er das sieht. Denkt er, wäre der Boss. Oh Mann. Boah, Candy breit. Also, ich glaube, Candy hat noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen. Aber gut. Okay, Flauschi, das war's. Das war so gut, das hat so Spaß gemacht. Was war das denn? Junge. Also, wir sind jetzt hier unter dem Flughafen immer noch. Und da gibt es noch die ein oder andere nice Attraktion. Gaten kann man hier, wir können uns das mal angucken. So, Flauschi, du gehst da. Was? Candy und Flauschi sind zusammen? Woher weißt du das, Justin? Ich werde von hier filmen, denn sie hat jetzt vor, hier einen krassen Trick zu machen. Flauschi. Bro, was ist das denn? Du gehst da lang. Was ist das denn? Junge, hier filmen. Wer fährt hier denn mit Skateboard lang? Bro, du fährst hier einmal rein, dann machst du erstmal Frontflip 3 nach vorne, Junge. Denn sie hat jetzt vor, hier einen krassen Trick. Also das ist auf jeden Fall im sehr, sehr guten Zustand. Zu machen. Hat Candy geleakt. Vorsicht. Oh mein Gott. Wir sind aber ich glaube, das ist für BMX oder so, wa? Eure Fragen hier auf Instagram. Ich werde sie beantworten noch im Video. Let's go. Ihr habt's gesehen. Ich werde jetzt Fragen beantworten mit Flauschi. Flauschi. Back, 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 back. So, Flauschi, wir sind jetzt hier am Wasser gelegen, aber... Aber Madeira sieht schon schön aus, ne? Kletterwand. Schöne Insel. Und hier wirst du jetzt hochklettern. Nein, bis machst du das? Du wirst jetzt einmal hochklettern. Und ich bin sehr gespannt. Ich warte oben auf dich. Das sind entspannte... 15 Meter und hier wird Flauschi jetzt hochklettern. Weil Flauschi nicht klettern will, muss ich das jetzt machen. Jetzt muss ich hier klettern. So, ja, dann kletter auch endlich mal und hampel da nicht so rum. So, ich bin oben. Ja, ich bin oben, ich kann alles sehen. Dann komm mal wieder runter, ey. Ja. Okay, Leute, wir sind hier wieder jetzt am Wasser. Man kann... Ach so. Okay. So, unangenehm. Okay, nach 5 Minuten schauen wir uns jetzt hier mal die Fragen an. Und zwar fragt jemand Messi oder Ronaldo? Sui! Okay, okay. Wo seid ihr? Wir sind draußen auf Madeira. Man sieht's nicht, okay. Was habt ihr vor zu machen? Das ist eine gute Frage, Flauschi. Erzähl mal, was haben wir vor? Was haben wir vor? Ich weiß gar nicht genau. Warum bist du überhaupt hier? Kannst du mal nach Vlogs machen. Kannst du nach Hause fliegen? Ja, was machen wir jetzt hier? Und denkt ihr, dass Candy und Flauschi sich schon mal geküsst haben? Was schreibt hier jemand, kauf Flauschi ein Auto in Pink. Flauschi YouTube hat das geschrieben. Das war ja ich. Was mich aber persönlich frage, ist, was hast du eigentlich für einen Klunker hier am Arm, Iceberg? Hast du auch eine Rublex? Was? Flauschi, jetzt kann ich sagen, ich habe noch eine Überraschung für dich. Es ist an der Zeit für noch eine Überraschung. Bist du bereit? Ich bin bereit, Kind. Ich okay, bin bereit. Dann komm mit ich hier bin vorne. Bereit. Unter diesen Zelten wartet die Überraschung. Eis? Na, ein Eis ist auch mit dabei, aber du bekommst deine eigene Geburtstagsparty. Was? Aber ich hab doch erst am Mittwoch Geburtstag. Oh, schnell weg, Copyright-Musik. Okay, Flauschi, ich sag dir aber ehrlich, bisher der Tag mit dir ist sehr, sehr schön. Ich genieße die Zeit und ich freue mich. Okay. Nee! Nee!
Ey, Flauschi fährt mein Auto. Und bitte fahr vorsichtig. Das ist ein Benz. Checkst du das? Und ich dachte eigentlich, dass diese Chips hier, dass da so eine Luftschlange rauskommt. Aber das sind einfach Chips, die man nicht öffnen kann. Das ist der Prank dahinter. Wir fahren jetzt... Geile Prank-Chips, geile. Nach Hause. Und dann gibt's die Roomtour und dann wollen wir irgendwann noch essen. Wo wohnst du eigentlich? Hier rechts lang. Wir sind jetzt auf der Autobahn und ich habe offiziell Angst, weil Flauschi fährt. Oh Mann, ey Junge. Wow. Leak. Warte mal, um 5. Jetzt hat einer einen Chat geschrieben um 15. Nee, hier ist keine Spiegelung. Oder war es am 6. Warte mal, hier ist eine hier soll ein Leak sein. Hier ist gar kein Leak. Das ist schon passiert. Leute, dritter Teil, vielleicht kommt er irgendwann. Oh, ist nicht fokussiert. Crimex, Stani. Verbreiten Angst und Schrecken. Flauschi? Ja. Ich hab schon Abschlepper gerufen, weil du ja fährst. Der ist jo, Flauschi. Deine Hand ist direkt vor meinem Gesicht. Oh, der Ausblick. Bis in die Nacht nur Minecraft. Ja, Leute, jetzt ist es passiert. Ich hab mich schon gewundert, was da so geknallt hat gerade. Warte. Das ist nicht dein Ernst. Also, Bro. Da muss ich los. Also, sieht man das? Junge, hier ist richtig abgeratscht alles. Das war's komplett. Ich habe mich schon gewundert. Sie ist hier gerade so übel schräg gefahren, einfach hier gegen. Aber ist an der Wand alles okay? Hier ist so übel so weiß. Das ist hier so... Sieht man das? Bro, das kann man sich nicht ausdenken. Während wir zur Aussichtsplattform gehen, habe ich eine Frage bekommen. Stark, und zwar Flauschi, steht stark. Hier, geht mal stark. Zusammen auf ein Date im Restaurant. Ja? Nee, danke. Okay, ich sehe es nicht auf dem Bildschirm. Oh, Junge. Oha! Junge! Krass, oder? 17.45, warte, 17.45? 17.45 ist ein Leak! Warte mal! Die ist hier gerade so übel schräg gefahren. Das ist Candy! Candy hat sich geleakt! Ich bin schon gewundert, sie ist hier gerade so übel schräg gefahren. Candy hat sich geleakt! Junge, hier ist richtig abgeratscht alles. Das war's komplett. Ich hab mich schon gewundert, sie ist hier gerade so übel schräg gefahren. Das ist Candy! Candy wurde geleakt! Ich ruf ihn an, ich ruf ihn an! Ich ruf ihn an, ich sag, dass wir ihn alle gesehen haben. Du wurdest geleakt! Was willst du, Stani? Du wurdest geleakt. Ich hab dich gerade im Livestream geleakt. Ich hab dein Video angeguckt auf YouTube. Nein, hab ich mich gespiegelt? Du hast dich gespiegelt im Auto. Nein. Und ich zeig's gerade den Zuschauern. Nein. Warte, ich guck rein. Warte. Oh! Oh, 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 oh. Ich bin zum Pferd geworden. Ich bin zum Pferd geworden, weil du nicht geleakt hast. Hä, warum sehe ich das nicht? Jetzt, so, warte. Ich sehe. Hä? Ich bin am Handy, ich kann es nicht sehen. Hier oben, Bro. Ach, warte. Warte. Bro, ich bin einfach zum Pferd geworden. Checkst du das? Warte, gib mir eine Sekunde. Ich bin schockiert, wie du aussiehst. Im Auto, Bro. So. Ey, wo bist du? Ach, du bist auf YouTube live. Ach, ja, ja, auf YouTube. Warte. Sag das doch. So, warte, ich guck jetzt. Wo bin ich da? Oh, shit, ciao. Ciao, ciao, ich muss das rausschneiden. Ciao. Er hat aufgelegt! Schnell! Ihr müsst das alle verbreiten, Leute! Ihr müsst es verbreiten, bevor er es rausschneidet! Schnell!
Verbreitet es! Macht Screenshots! Screenshots! Schnell! Wir haben ihn! Let's go! Fahren einfach hier gegen. Aber ist an der Wand alles okay? Hier ist so sehr gut, so Leute! Das ist hier so. Ihr seid Detektive! Oh, das kann man sich nicht ausdenken. Während wir zur Aussichtsplattform gehen, habe ich eine Frage bekommen. Und zwar steht hier, geht mal zusammen auf ein Date im Restaurant. Ja? Nee, danke. Okay, ich sehe dich auf dem Bildschirm. Oh, Junge. Oha. Junge. Krass, oder? Bro, wartet. Candy hier nach, wartet hier. Hört mal. Übel so weiß, das ist hier so. Sieht man das? Bro, warte. Kann ich nicht ausdenken. Während wir zur Aussichtsplattform gehen, habe ich eine Frage bekommen. Und zwar steht hier, geht mal zusammen auf ein Date im Restaurant. Ja? Nee, danke. Okay. Nee, danke. Ich muss aber trotzdem noch mit Flauschi chillen. Ich muss trotzdem immer mit Flauschi chillen. Okay, ich sehe es nicht auf dem Bildschirm. Oh, Junge. Oha. Junge. Krass, oder? Hör auf, da hinzuzeigen. Alter, Leute, schaut euch diesen Ausblick an, Leute. Oh, yeah. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Danke nochmal, dass du mein Auto gespottet hast. Und wir gehen nachher essen. Sei ehrlich, du hast hier erschrocken. Okay, Leute, wir sind in ihrem Gaming-Zimmer. Was? Kann man das so zeigen? Die wohnen jetzt zusammen? Ich habe immer ein zweites Set. 1921 nochmal besser. Okay, warte. Okay, wir gucken. 1921 kommt noch. Ich werde ihn zensieren. Okay, jetzt gehen wir essen, Flauschi. Ja. Was aber keiner weiß, ist, dass ich noch ein Geschenk für Flauschi habe. Und zwar ein aufblasbares Dino-Kostüm. Oh Mann, die wird sich so... Flauschi? Ja? Komm mal, ich habe ein Geschenk für dich. Habe nicht gedacht, dass du schon hochkommst. Und zwar hier fliegt es, hier vorne. Ja, was ist das denn? Das ist ein aufblasbares Dino-Kostüm. Muss ich damit jetzt essen gehen? Und warte, das jetzt. Junge, wie sieht das denn aus? Das ist voll cool. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich glaube, wir haben was zu essen. 1921? Wo denn da? Hä, wo denn? Hä, wo denn hier? Hä, da war nix. Ist doch 1921, da war nix. 24, ich glaube, okay. Wir haben was zu essen gefunden. Es ist so voll hier, wirklich. Flauschi, das reicht, wenn du Daumen hoch oder Daumen runter machst. Ich habe mich entschieden, ich nehme eine Salami-Pizza. Was nimmst du? Sagst du ins... Sushi, aber ich weiß noch nicht genau, was... Also Leute, ich habe jetzt hier so heißes Sushi und da so kaltes Sushi. Und ich habe eine Salami-Pizza, die eklig aussieht. So Leute, wir sind jetzt hier noch am Essen. Ich bin fertig, Candy ist da drüben. Ey, Bro, wer in einem Restaurant geht, wo es Sushi gibt und Pizza. Das schmeckt, Bro. Es ist schon von vornherein her eklig. Also da brauche ich nicht mal das Essen bewerten. Es schmeckt einfach nicht, Bro. Das ist, also sorry, wo es Sushi und eine Pizza gibt, also wie soll es da schmecken? Noch, aber ich habe jetzt gedacht, ich prank ihn mal kurz, deswegen nehme ich mir jetzt hier, ich habe hier so Gurken und ich habe hier nämlich noch richtig viel Wasabi übrig. Dann frage ich Kenny mal, ob er ein bisschen was von meiner Gurke probieren will. Probiert das Ganze jetzt so. Oha. Und ist es scharf? Leute, ich schaffe keinen Bissen mehr. Aber er hat aufgegessen. Aber ich will dir was sagen, Flauschi. Mir hat der Abend sehr gut mit dir gefallen, Flauschi. Ich würde sagen, Leute, lasst Like und Abo da. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Lasst